ist soweit. Mein erstes Sondervideo. Jetzt werde ich euch in den nächsten Minuten zeigen, ob ihr FIFA 10, EXO Football oder Real Football 2010 euch kaufen solltet. Ich mache nochmal ein ganz, ganz kleines Review zu allen. Wie nochmal ganz klein, um nur kurz das Gedächtnis aufzufrischen, obwohl Real Football gerade mal mein letztes Video war. Und dann mache ich das große Licht an und dann werde ich euch zeigen, was ich auf meinen Zettel aufgeschrieben habe und welches Spiel ich euch empfehlen kann. So, machen wir einfach Anstoß. Spiel läuft noch, fortsetzen. Nein, klassisch. Ja, ich nehme nicht Dortmund, um auch alle zufriedenzustellen. Dings gegen Dings. Oh, klasse. So. Ja, und ich starte einfach mal das Spiel. Okay, was gut ist, ist jetzt dieses schöne Einspiel. Das überspringen wir jetzt aber auch mal. Das ist eigentlich bei jedem gleich, da wird das hier kurz erklärt. Und ja. Die Steuerung ist anfangs noch relativ schwer, aber die hat man mit der Zeit dann auch eigentlich relativ schnell raus. Und nur leider finde ich, die Trikots gehen überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Die Trikots gehen überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein weißes T-Shirt, das angemalt ist. Oder so sieht zumindest aus. Da haben die beiden anderen Spiele sich schon etwas mehr Mühe gegeben. So, aber die Grafik sieht man, das ist eigentlich ganz gut. Man sieht da jeden Fan einzeln und nicht nur so ein fetter Fleck. Und ja, das soll es auch erstmal gewesen sein. Das Spiel ist... Ach ja, und ich habe vergessen, es sind natürlich alles die Echtnamen. Also das ist auch sehr gut, bloß halt die Trikots. Und was jetzt auch noch nachher wichtig ist für meine Bewertung, ist, dass sich in einem Manager-Modus, also was heißt manchmal, eigentlich immer die Aufstellungen sofort verändern. Und das so halt viel zu viel Arbeit aufkommt, wenn man das jedes Spiel neu verändert. Jetzt EXO Football von X2 Games. Einfach mal ein Spiel starten. Ah, Mist, jetzt habe ich nicht auf Trikots anschauen gegangen. Auf jeden Fall die Trikots hier, die sind echt. Und das ist wirklich richtig cool. Hier ist es wieder so ein schönes Einspiel. Ich finde, die Grafik ist auch richtig Hammer. Wenn ihr jetzt dann noch genauere Infos zu jeglichen Spielen wollt, dann guckt, euch die Fachvideos an. Auf jeden Fall ist das jetzt nochmal so ein ganz kleines Gameplay. Klasse. 1-0 durch Neville. Ne, Ballack war es. Dann finde ich auch noch ganz schön, dass ich hier so eine Wiederholung habe. Und was ich beim letzten Mal eigentlich ziemlich in den Hintergrund gestellt habe, dass ich hier das Spiel, das Video, das Tor speichern kann. Und dass ich es mir dann gespeicherte Wiederholung und dass ich es mir dann hier angucken kann. Yep. Und dann habe ich es hier halt nochmal. Also das finde ich sehr gut. Ja. Und kommen wir zum letzten Fußballspiel, Real Football
2010 von Gameloft. Hier gibt es so ein kleines Einspielvideo. Real Football 2010. Machen wir mal ein Testspiel. Und jetzt klicken wir Vereine an und Deutschland. Und hier die Vergleich zum Wappen. Was soll ich da sagen? Zum Wappen. Zum Namen. Also sowas, das ist ziemlich peinlich, wie ich finde. Oder wobei, wenn man nicht die Rechte hat, dann kann man es halt nicht ändern. Aber dann würde ich euch doch lieber empfehlen, eins zu kaufen. Mit Rechten, was das angeht, nehmen wir einfach mal Nürnberg gegen Wolfsburg. Hier kann man ganz schön das Stadion wählen. Hier ganz viele Einstellungen. Lasse ich alles mal so. Die Trikots sind besser als bei FIFA 10 und schlechter als bei X2 Games. Und die Steuerung ist bei allen eigentlich relativ gleich. Okay, auch hier so ein kleines Einspiel. Ach so, ich bin rot. Okay, und die Namen. Pause. Auswechslung. Und die Namen hier, die sind wirklich alle falsch. Da finde ich, FIFA 10 und XU Football haben da einen riesigen Vorteil gegenüber Real Football 2010. Lieber viel Geld ausgeben für echte Namen als wenig ausgeben für schlechte. Wobei, das ist auch immer wieder Ansichtssache, deshalb, ich gebe euch ja nicht vor, welches ihr kaufen sollt, wenn ihr eins haben wollt. Ich gebe euch halt nur ein paar Tipps. Oh Mann, war das schlecht. Okay, und das soll es jetzt von dem Teil gewesen sein. Und jetzt muss ich euch noch kurz sagen, FIFA 10 kostet 5,49 Euro und die beiden nur 80 Cent. Jetzt ändern wir alles mal ein bisschen. Jetzt muss ich die Lampe finden. Oh, wie toll mein Schreibtisch. Und jetzt zeige ich euch, was ich hier aufgeschrieben habe. Also ich habe bewertet nach Preis, Grafik, Spieler und Trikot, also wie die Namen sind und sonstiges. Zum Beispiel bei FIFA 10, dass sich die Namen mitten im Modus ändern. Dann war das Beste für jedes 5 Sterne. Dann habe ich hinter die Sterne addiert und durch die 4 Anzahlen dividiert, genau wie in der Schule. Und da bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen. Warte, das könnt ihr mal kurz einprägen. Also 1 ist Preis, 2 Grafik, 3 ist Spieler und Trikot und 4 ist Sonstiges. So, FIFA 10 habe ich mit einem Stern im Preis bewertet. Das, wenn die anderen beiden 80 Cent kosten, dann ist das wirklich sehr teuer. 5 Sterne für die Grafik, die habe ich aber bei allen mit 5 Sternen bewertet, weil die wirklich richtig gut ist. 3 Sterne für Spieler und Trikots, weil Spieler sind alle richtig, Trikots sind alle falsch. Und 1 Stern für Sonstiges, wie halt eben gesagt, mit der Aufstellung und so. X2 Football ist mit 80 Cent einer der billigsten oder das billigste mit Fußballspiel. Also da 5 Sterne. 5 Sterne auch in der Grafik. 5 auch für Spieler und Trikots, die stimmen alle. Und 4 Sterne dann für Sonstiges. Das war erstmal meine Standardaussage. Wenn da nichts Auffallendes ist, dann bekommt man da 4. Real Football hat 5 Sterne im Preis, auch 80 Cent, 5 Sterne. In der Grafik auch super. 1 Stern, weil weder Trikot noch Spieler ganz genau stimmen. Und 4 Sterne, weil mir da auch nichts Genaueres aufgefallen ist. Dann habe ich das hier so schön ausgerechnet. Und dann bin ich zu diesem Entschluss gekommen. Am besten finde ich X2 Football mit einem Schnitt von 4,8 Sternen. Am zweitbesten finde ich Real Football 2010 mit einem Schnitt von 3,8. Und FIFA 10 finde ich relativ abgeschlagen mit 2,5 Sternen auf Platz 3. So, das war's. Abonniert mich und bis zum nächsten Mal.